Christoph Bauer geht heute auf Probefahrt mit einem Haute-Couture-Käfer, dem Volkswagen Romec Besco. Noch in den 30er Jahren ist es gängige Praxis, bei einem Autohersteller nur ein fahrfertiges Chassis zu kaufen. Das passende Blechkleid fertigen Spezialisten individuell an. Vor dem Weltkrieg, da baute Romec in erster Linie Taxis auf Opel-Basis, während des Krieges dann gezwungenermaßen Feldküchen. Und erst Anfang der 50er Jahre, da konnte er sich seiner Kernkompetenz widmen. Dem Bau von exklusiven Cabrios und viertürigen Taxis auf Basis des sehnlich erwarteten VW Käfers. Ganz nebenbei, praktisch so als Fingerübung, baute der Romec-Designer Johannes Besco auf einen schrottreifen Käfer eine eigenständige Sonderkarosserie. Und der Chef, der war so begeistert, dass er meinte, dieses Ding, das bauen wir in Serie. Als einer der ersten Karosseriebauer stellte Romec ein Sonderfahrzeug quasi serienmäßig her. Dank preiswerter und robuster Technik und separatem Plattformrahmen ist der Volkswagen Käfer dafür die ideale Basis. Der Käfer löste unter den Karosseriebauern einen wahren Do-it-yourself-Boom aus. Porsche verwendete für den ersten 356 Großserientechnik aus dem VW-Regal. Hedmüller und Beutler bauten auf Käferbasis mehr oder weniger eigenständige Fahrzeuge. Und mit dem VW Karmann Ghia folgte schließlich gar ein Luxus-Coupé im Werksauftrag. Das Romec Spezial Sport Cabrio wurde auf der Automobilausstellung in Berlin 1950 der Öffentlichkeit vorgestellt. Und das Publikum stand Schlange, um sich diesen sportlichen Schönling anzusehen. Sogar Hollywood-Stars wie Audrey Hepburn und Gregory Peck stellten sich einen solchen Berliner Luxus-VW in ihre Garage. Das Geschäft boomte und Romec eröffnete Showrooms in München, Zürich, Padua, Stockholm und man höre und staune, sogar in Hollywood. Dem Volkswagen-Chef Heinrich Nordhoff ist Romecs Erfolg jedoch ein Dorn im Auge. Anfangs beziehen die Berliner die nötigen Käferfahrgestelle noch direkt ab Werk. Später beliefert VW exklusiv nur noch den Romec-Konkurrenten Karmann. Bei Romec muss man nun fabrikneue Käfer schlachten. Wenn man sich die Optik so anschaut, da entschied sich der Designer Johannes Besco für eine kompakte Pontonkarosserie mit einer fein geschwungenen Gürtellinie. Und dieser fein geschwungenen Gürtellinie verdankt der Wagen auch seinen Berliner Spitznamen Banane. Ich meine, Banane für so ein schickes Auto, das geht doch ja nicht. Und genau deswegen entschied man sich zum ersten Mal in der Automobilgeschichte übrigens, den ganzen Namen hier hinten gut leserlich auf dem Heck zu platzieren. Modell Besco in feinstem Chrom. An Chrom hat Designer Johannes Besco ohnehin nicht gespart. Sein silbriger Glanz betont das extravagante und zugleich puristische Design. Ungewöhnlich, der Besco ist ein Dreisitzer mit quer montierter Rückbank. Sein geschmackvoll ausgebildetes Armaturenbrett verspricht Luxus. 2 Jahre in Folge, 1954 und 1955, wird der Romec Besco mit der goldenen Rose des Genfer Autosalons ausgezeichnet. Und fortan bewirbt man ihn mit dem Slogan schönstes und international anerkanntes Sportcabriolet. Wobei das mit dem Sport, das sollte man nicht allzu ernst nehmen. Denn in diesem doch recht großen Motorraum, da sitzt ein 1,1 Liter VW Boxer mit gerade mal 25 PS. Aber unserer hier, der ist mit Porsche Power ausgestattet. 60 PS leistet dieser 1,5 Liter Motor aus dem 356er Porsche. Da geht schon ein bisschen was. Mit Porsche Triebwerk schafft der Besco Tempo 145. Mit Käfermotor sind maximal 105 km/h drin. So oder so. Einen serienmäßigen Käfer lässt der Besco dank Leichtbau und sportlich geduckter Karosserie auf jeden Fall stehen. Der luxuriöse Käferableger kommt an. Bald schmiedet Volkswagen Pläne für einen eigenen Sportwagen auf Käferbasis. Der Auftrag geht an Karmann in Osnabrück. Ab 1956 fungierte dort als Leiter der technischen Entwicklung ein gewisser Johannes Besco. Als VW
VW 1955 den Kamangia auf den Markt bringt, da brechen die Verkaufszahlen des Besco rapide ein. Ist auch kein Wunder, denn der Kamangia ist 1500 Mark billiger und er trägt das offizielle Gütesiegel des VW-Werks. Und so ist nach 7 Jahren Produktionszeit und 280 handgefertigten Sondermodellen Ende mit dem Besco. Nichtsdestotrotz, er ist der erste sportliche Luxuswagen auf VW-Basis und insofern definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Der Besco, ein Vorreiter auch in puncto Design. Die Sicke über dem Radkasten kopierte Mercedes 1955 für den legendären 300 SL. Und sogar der 1998 vorgestellte Audi TT orientiert sich stilistisch am fast 50 Jahre älteren Rometsch.